Dafür, dass der Mönch im Sternzeichen der Jungfrau steht, ist es ein ganz schönes Biest. Ihr werdet sehen, warum. Statuswerte. Was der Schwarzmagier für die Magier ist, ist der Mönch für die Nahkämpfer. Alle 12 möglichen HP-Lizenzplätze, alle 16 möglichen Kraftbolzen-Lizenzplätze und allerdings nur ein Schnelligkeitslizenzplatz, aber das ist mehr als genug. Schade allerdings ist, dass der Mönch über keinerlei Zauberei-Lizenzen verfügt, da er doch an einige Weißmagien kommt, womit er das Team unterstützen könnte, doch so fällt die Unterstützung dann doch recht klein aus. Item-Fähigkeiten. Auch bei den Item-Fähigkeiten merkt man schnell, dass der Mönch einfach eine Kämpfernatur ist. Bis auf 2 Kenntnislizenzen, was die Wirksamkeit von Potions etwas verbessert, und 2 Feuervogel-Lizenzen, die die Wirksamkeit von Phönixfedern etwas verbessern, gibt es hier nichts zu sehen. Ausrüstung. Als Waffe nutzt ein Mönch die Stäbe und da sind alle vorhanden, inklusive Walbart und Walbart N. Die Rüstungen beim Mönch sind dafür etwas dürftig, leider sind da nur leichte Rüstungen möglich, aber dafür eben wieder mal alle in ihrer Gesamtheit. Magie und Techniken. Auch etwas dürftig sind leider die Magien beim Mönch. Die Weißmagie-Lizenz 9 versteckt sich hinter einer Mystron-Fähigkeit, die damit allerdings Courage und Fekra mitbringt, damit sich der Mönch wenigstens selbst buffen und etwas heilen kann. Bei den Techniken sieht es dafür schon etwas besser aus. Erste Hilfe, Analyse, Multiplikator, Reanimation, Knochenbrecher, Achilles, Zufallszauber und die 2 Debuff-Techniken, Endkräften und Abwehrmalus sind auch noch dabei. Besonders diese beiden letzten Debuff-Techniken machen den Mönch da doch nochmal recht interessant, da man einfach mal so den Gegner in der Abwehr schwächen kann und im Angriff schwächen kann und somit ist auch der Mönch ein recht guter Debuffer gleichzeitig. Esper-Brücken. Esper-Brücken kann man beim Mönch gar nicht genug nehmen. Es fängt schon an bei Zodiac, wo man einfach mal so die Weißmagie-Lizenz 13 bekommt und damit Megafeeder freischaltet. Außerdem kann man sich Gedanken machen, auch Chaos zu nehmen für die Weißmagie-Lizenz 11 und 12 und damit noch Sanctus, Mediga, Protega und Valga zu erhalten. Doch damit nicht genug, mit Ultima kann man zum Beispiel auch noch 2 Schnelligkeitslizenzen erhalten, wenn man das dann nicht schon durch den Samurai bekommt. Oder auch Famfried mit einer Weißmagie-Lizenz 10, um auch noch Bangar und Schutzengel zu bekommen. Zuletzt ist auch noch Zalera eine recht interessante Überlegung, da das ein Nahkämpfer ist und wir natürlich auch Distanzschaden durchaus gebrauchen können. Zusammenfassung. Als ich das Spiel selbst gespielt habe, kam mir der Mönch immer recht schwach vor. Ich habe zwar gesehen, dass er sehr viele HP hat, doch seine wahre Kraft blieb mir im Dunkeln verborgen. Vermutlich, weil ich ihn immer als Tank eingestuft habe aufgrund der hohen HP, aber dabei ist er eigentlich ein echt guter Damage-Dealer, besonders wenn man dann noch den Samurai mit hinzunimmt, um die Schwächen des Mönches auszugleichen, sollte das dann eine wirklich gute Kombination werden. Wenn man den Samurai schon für was anderes verplant hat, kann man auch noch den Schwarzmagier empfehlen, denn auch da hat man dann eine wunderbare Kombination aus physischen Schaden und magischen Schaden, der dann aus einem Charakter kommen kann, also eine wirklich starke Symbiose. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr vom Mönch haltet. Macht er noch heiße Luft oder haut er wirklich zu? Spielt ihr ihn gerne oder lasst ihr den eher auf der Ersatzbank? Ich bin gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es doch bitte und teilt es mit euren Freunden. Das hilft mir wirklich ungemein, mich weiterzuentwickeln. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin und tschüss.